Und wir haben keinen Super Saiyan, vielleicht ein. Ja, Crack Screen, bye guys. Ist es direkt Black Kuko? Moin moin Leute, mein Name ist ReFazer und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Dokkan Battle Summoning Video. Ich bin gerade frisch aus dem Urlaub und passend dazu gibt es einen neuen Banner, und zwar den Black Goku Banner. Ich habe durch viele Sachen, die während meines Urlaubs passiert sind, 154 Steine wieder mittlerweile gefarmt. Ich werde sehr wahrscheinlich zu, jetzt muss ich ganz kurz schauen, zu dem, wo ist das denn? 137 Dragonstones, Level Up Your Rank, das habt ihr vielleicht mitbekommen. Nachträglich gibt es halt für Ranks, die ihr erreicht habt, auch immer Dragonstones. Das habe ich natürlich bekommen, aber es gibt aktuell einen ziemlich coolen Event und das ist der Broly-Event, der Legendary Super Saiyan-Event. Und den habe ich auch ein bisschen im Urlaub gefarmt, genauso wie das World Tournament. Dazu werde ich aber getrennte Videos kurz machen. Zum World Tournament kann ich leider nicht viel machen, weil ich nicht so oft zum Spielen gekommen bin und dementsprechend auch nicht zum Aufnehmen. Aber heute geht es darum, wir haben einen neuen Banner, und zwar den Black Goku Banner. Und der ist schon ziemlich cool. Da sind ein paar coole physische Charaktere drin, die ich alle eigentlich gebrauchen kann. Natürlich ist es unser Ziel, den hier zu bekommen, den Goku Black. Gibt dann Leader, Skill, physische Typ, HP, Attack und Death plus 70. Das ist ziemlich cool. Leider keinen Key, aber er gibt in seinem Passiven, wenn er mit in der Reihe ist, jedem Gegner oder jedem Extremtypen plus 2. Extremtypen heißt Bösewichte. Und dann gibt es auch noch, oder? Muss ich kurz gucken, 500 irgendwas. Plus 2500 Angriff für jede Key-Sphäre, die sie bekommen haben. Heißt nicht einfach nur die eigene Farbe, sondern andere. Das heißt, ziemlich cooler Charakter. Ob ich den als Leader nehme, glaube ich eher nicht, weil ich eher den hier dann als Leader nehmen würde, wenn ich den bekomme. Das ist nämlich der God-Lead für Broly. Der hat physische Typ Key plus 2, HP, Angriff und Verteidigung plus 50. Ziemlich coole Sache. Es gibt noch ein paar, hier, der Freezer ist ganz cool, Buu habe ich schon, brauche ich jetzt nicht unbedingt, Super Saiyan God, Vegeta und Goku auch nicht so. Das heißt, die ersten drei wären die, die ich gerne haben möchte. Das heißt, wir investieren heute 100 Steine. 100 Steine sind, wenn ich mich nicht irre, 20 Summonings, 5 pro Stein. Das kommt, nee, das sind mehr. Doch, 20. Ich kann noch nicht mal mehr rechnen. Frisch aus dem Urlaub ist man noch irgendwie ein bisschen runter. Wenn ihr Bock habt, macht gerne mit. Lasst gerne eure Kommentare unten rein. Ich werde dann zu den Dokkan-Events eventuell noch ein Video machen. Und auch, warum ich diesen Broly Legendary-Event gerade sehr gut finde. Denn ich habe auch bei dem Big Bang Kamehameha Banner ein bisschen was gezogen. Das waren 5 Pots. Könnte schon mal der erste Pull ganz gut sein. Und ich habe mein Spiel auf Englisch umgestellt. Ich hatte es sonst immer auf Japanisch. Und wir haben kein Super Saiyan. Vielleicht ein. Ja, Crack Screen. Bye, guys. Ist es direkt Black Kuko? Natürlich nicht. Erster Pull in SSR. Okay. Physischen Super Saiyan Blue Vegeta. Ich weiß jetzt halt nicht, ob der gut ist. Das ist jetzt nicht einer, den ich mir angeschaut hatte. Schauen wir mal ganz kurz rein. Der hat als Leader Skill interessiert keinen. Passiv. Change Rainbow Key Spheres to Fee Key Sphere. Könnte gut sein für ein Monoteam. Prepared for Battle ist ein gutes Ding. Super God Combat, wenn man mehr hat. Super Saiyan, ja, ist okay, glaube ich. Machen wir mal weiter. Ziel ist es, Black Goku zu bekommen. Und natürlich werde ich ihn nicht bekommen. Ich wollte letztes Mal ja die ganze Zeit Gogeta haben. Habe ich auch nicht bekommen. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ja, Super Saiyan direkt. 5 Pots ist eigentlich immer, sagt man, so ein gutes Zeichen für einen ziemlich coolen Pool. Wir gehen Super Saiyan 2, kein Super Saiyan 3 natürlich. Und wir ziehen einen SR, und zwar den habe ich schon. Das ist Beerus, den habe ich auf dem SSR Awakened. Ich weiß gar nicht, ob der hat auch ein Dokkan Awakened. Aber das ist gut, mit dem kann ich seine Super Attack zumindest ein bisschen hoch pushen. Also, dritten Summon. Ich bin sehr gespannt. Wie viele SSRs glaubt ihr, pull ich? Schreibt es gerne unten rein. Das war ein Herkules rechts, das heißt, er kommt nur Mist bei rum. Jo, wir bleiben Baseform, Herkules rechts, das wird ein Rare. Gehe ich einfach mal von aus. Und yep, Rare ist es, und Krillin schön mit dem Namek-Anzug. Das heißt, stirb Krillin, du wirst, ja, als er, lohnt sich noch nicht mal für den Barbershop, der wird fürs Training benutzt. Wir haben ein Herkules links, das soll heißen, das ist eigentlich ein guter Pull. Ja, wir gehen Super Saiyan 1. Ich habe Super Saiyan 3 ewig nicht gesehen. Könnte jetzt vielleicht endlich mal kommen. 2, nein, nicht 3. Aber es ist, das ist sogar der Agility Kit Boot, den habe ich schon. Auch wieder, also 2 SSRs schon, das ist nicht schlecht, aber wieder etwas für meinen Super Attack Farmen. 3 Puls, 2 SSRs, das ist keine schlechte Rate. Das heißt aber, ja, ein Pot, das heißt, das wird jetzt natürlich ein bisschen schlechter, aber wir haben 20 Puls vor uns.
Ich muss sagen, ich habe gemerkt, wenn man keine speziellen Banner nimmt, so 50 Steine, ein SSA ist ein guter Schnitt eigentlich. Und das, was Super Saiyan 2, das zieht sich auch immer in die Länge am Ende, wo man immer denkt, ja, jetzt kommt was Geiles und dann doch nicht. Zabon. SA. Hallo, Barbershop. Der nennt sich auch noch Super Zabon. Interessiert keinen, will keiner haben. So, next. 1, 2, 3. Ja, wird ein SA wahrscheinlich. Ja, wir gehen Super Saiyan. Mein Gott. Schreibt ihr auch gerne unten rein, wie ihr beim Weltturnier abgeschnitten habt. Wie gehabt, ich war in Österreich ja. Da war ich local noch auf 20. Bin dann nach Berlin zurückgekommen. Leider, bevor es vorbei war. Ja, toll. Frost. Auch SA, Barberfutter. Und bin, glaube ich, local dann auf 51 gelandet. Ich habe es auch gerade mal, glaube ich, 10 Mal oder 11 Mal geschafft, leider. Gab ein SSA Piccolo Int zu gewinnen oder zu farmen. Das ist auch wieder nächster Import nur. Den habe ich definitiv bekommen. Habe ein bisschen mein Mono-Strength-Team ein bisschen aufgebaut. Zeige ich in einem anderen Video dann auch. Und das ist Nail, den keinen haben will. Mal weiter. Habe aber auch schon ein paar coole Summons aus dem Weltturnier, weil man diese Summoning-Tickets bekommt. Da habe ich einmal den Agility-Turles bekommen, der Ki plus 3 gibt. Das ist leer. Ziemlich cool. 1, 2, 3. Auch wieder nichts. Und den Super Saiyan 2 Agility Gohan. Und aus dem Big Bang Kamehameha Banner habe ich auch was gezogen. Und zwar Goku und Goten. Und die sind ziemlich cool eigentlich. Und das ist wieder nichts. Rare. Zwei Rares. Ich glaube, bei 94 Steine haben wir die 10 durch. Ja, ich will den SSR Goku Black. Aber ich kenn mein Poolglück. Das werden bestimmt 3-4 Videos, bis ich den überhaupt bekomme. Wow, das waren viele Pots. Ich glaube 6. Das könnte was werden. Ich nehme auch den physischen Broly, so ist es nicht. Der ist sogar vielleicht besser als Lida und dann Goku Black. Beide in einem Video, man weiß es nicht. Und Super Saiyan 2. Ja, die haben den Super Saiyan 3 rausgepatcht. Und das ist nur ein SA. Videl. Brauche ich nicht. Ich habe die SSA Videl aus dem Broly-Event aktuell. Zwei noch, dann haben wir die 10 voll. Herkules rechts, das heißt, du wirst wieder nix. Ja, Super Saiyan 1 zumindest. Noch ein Schluck, kein Product Placement. Und Super Saiyan 2 wieder. Ich hoffe, ich habe ein bisschen mehr Glück. Zumindest ein paar coole Pullen. Und das Master Roshi. SA. Naja, Baba freut sich. Ich habe sowieso für 10.000 gerade einen Elder Kai geholt. Und das ist jetzt der 10. Summon. Weil ich hatte 154 Steine. 94 habe ich danach. Nee, 99. Das ist der 9. Summon. Ich sage ja rechnen. Nach dem Urlaub erstmal komplett alles runterfahren. An nichts denken. 1, 2, 3, 4 Pots. Was das auch immer bedeutet, man weiß es nicht. Ich glaube, 6 Bots sollen normalerweise gut sein, aber wir haben gerade gemerkt, wir haben SSR, ein SA nur davon bekommen. Super Saiyan 2 mal wieder. Und das ist wieder. Ey, das gibt's doch nicht. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? 3 SSAs, das ist ziemlich gut, muss man sagen, aber zweimal Vegeta? Ja gut, super Attacke hoch, aber trotzdem. So, wir machen jetzt den 10. Dann gucken wir das Ganze noch einmal an und machen wir die 10 gleich hinterher. 1, 2, 3. 3 Baseform, das wird ein Rare. Yep. Und zwar C19 oder Android 19. Den habe ich jetzt auch, glaube ich, zweimal gepult. So, ich glaube, wir haben 10 Pulls hinter uns. Wir gehen mal auf Character List. Acquired habe ich immer, um zu sehen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, ich habe 12 mal gezogen schon. Ich kann auch nicht zählen. Leute, Leute, Leute. Ich sollte aufhören, einfach mitzuzählen. Aber ihr seht hier, ich habe den Super Saiyan 2 Gohan. Der ist eigentlich ganz cool. Für mein Tag-Team, das ist nämlich noch nicht so gut. Und der ist gut als Leader. Hier steht Ki plus 3, aber ich habe es mal ausprobiert. Das ist tatsächlich All Ki plus 3. Das heißt, alle bekommen 3 plus Ki oder plus 3 Ki, wenn es halt über 50% Leben ist. Dann habe ich hier, wie ihr seht, den Big Bang. Oder Big Bang, ich glaube, also
Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Doch, Big Bang Kamehameha-Banner heißt das. Den einen mit Goku. Den finde ich okay, aber Goten ist richtig geil für ein Strength-Mono-Team. Weil er, zum Beispiel Disable Rampage ist das, was ich gerne wollte für den Broly-Event. Wenn der rauskommt, werde ich das dann nutzen. Das braucht ihr halt als Passiv. Normalerweise könnt ihr es nur bekommen, wenn es ein Link ist. Und er wechselt alle physischen Bubbles zu Rainbow Bubbles, was ziemlich cool ist, womit ich einfach super Attacken hintereinander durchbreiten kann. Dann habe ich hier Wiz noch gefarmt, den Yamcha durch die Events, ich sage SSR Videl noch von dem Broly Event. Das heißt, ein paar coole Charaktere. So, wir gehen in die zweite Runde. Summoning. Stimmt, bei 54 Steine höre ich auf. Das heißt, 8 Summons machen wir jetzt noch zusammen. 3 SSRs habe ich jetzt aus 12. Und wir wollen immer noch diesen bescheuerten, blöse, grinsenden Goku Black haben. Und ich hoffe mal, dass er jetzt in der letzten Runde nochmal kommt. Wir fangen mit 3 Pots an. Gehen Super Saiyan 1 und werden natürlich nichts bekommen. Hm. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare auch schreiben, ob ihr zu den Events überhaupt einzelne Videos haben wollt. Das war Super Saiyan 2. Ich mache sie gerne, weil ich ja so ein bisschen was dazu erzählen kann, warum ich sie mache, was ich gut daran finde, weil ich finde, da kann man als Free-to-Play-Spieler auch einige coole Charaktere bekommen, wenn man nicht unbedingt den SR Max Power Master Roshi haben will, den keiner braucht. Ja, vielleicht für irgend so ein Noob-Team, Noob-Team ist das falsch, vielleicht so ein Troll-Team, aber das sind so Charaktere. Yo, das war mal gar nichts. Überhaupt keine Animation, das wird wahrscheinlich ein R. Super Saiyan 1? Super Saiyan 2, okay. Ich glaube, auf Super Saiyan 1 bin ich auch schon ewig nicht geblieben. Dafür gehe ich aber auch nicht auf Super Saiyan 3. Was war denn das? Kein Broken Screen, keine Animation und ich bekomme den zweiten Kid Buu. Ich ziehe 4 SSRs in diesem Video. Zweimal Super Saiyan Blue Vegeta und zweimal Agility Kid Buu. Irgendjemand will mich verarschen hier, glaube ich. Ja, man könnte sich darüber freuen, ne? Weil gerade um die Superattacke hochzukriegen, ist das ziemlich cool. 1, 2, 3. Aber wenn ihr eine ganz bestimmte Karte haben wollt, fühlt ihr euch ein bisschen verarscht. Aber es ist zumindest gerade das Buu-Event. Das heißt, ich kann mein Kid Buu mit Transcendent Awaken. Das werde ich auch mal ausprobieren. Das ist Yamcha natürlich. Ein Rare. Den habe ich schon lange nicht bekommen. Yep. Ich finde es gut, dass ich immer noch sammeln kann, obwohl ich keinen Platz mehr habe. Ich kann nur keine Events machen oder keine normalen Quests. 1, 2. Das wird auch nichts. Das ist sogar Baseform. Das wird wieder ein Rare. Mein Glück ist aufgebraucht für dieses Video. Ja, und da sage ich noch, ich ziehe keinen Yamcha und jetzt ziehe ich 2 hintereinander. So, wir haben 74, das heißt 20 Steine geben wir noch aus, das sind noch 4 Summonants, 4 Summons, das ist die Mehrzahl von Summon oder 4 Beschwörungen, 2 Pots, dreimal Baseform, dreimal nichts, ja, das ist ein Guldo, den habe ich auch lange nicht gesehen, sieht man sonst auch relativ oft. Das waren 3 Rares jetzt am Stück. Jetzt darf gerne noch ein SSR kommen. Und wir summonen. Aber ich sag euch, ich will Goku Black haben. Also ich werde wahrscheinlich auch Steine kaufen, wenn es sein muss. Und wieder nichts. Rainbow, ich habe noch nie ganz verstanden, was Rainbow bedeutet. Ja, toll, wir gehen aber Super Saiyan. Das heißt, wenn wir nicht 3 gehen, wird es kein Goku Black. Gib mir Black. Oh, nein. Das ist Strength Kick, Strength Boo. Den habe ich schon mal gezogen. Ich glaube, den habe ich direkt verkauft. Interessiert mich nicht. Ah, 2 haben wir noch. Ja, zumindest ein SR. Ich sage ja, Baba freut sich heute. Die kriegt ein bisschen was. Herkules rechts. Das wird auch wieder nichts. Ich hoffe wirklich, ihr habt mehr Glück als ich. Also, wenn ihr schon SSRs zieht, dass ihr auch das zieht, was ihr gerne haben möchtet. Das ist physischer Gohan Resurrection F. Habe ich auch schon ein paar Mal bekommen, habe ich jedes Mal verkauft. Ich habe den Strength auf SSR, weil er für mein Monoteam ziemlich gut war. Und das ist der letzte Sum. Das, wenn es jetzt nichts wird, dann wird es halt im nächsten Video vielleicht was. Man weiß es nicht.
Ihr könnt mir auch gerne unten reinschreiben, ob ihr überhaupt ein nächstes Video haben wollt. Ich werde sowieso vorbereiten. Das war ein Pot und lasst uns den einmal zusammen machen und wir ziehen zurück. Ich sag 3, ich sag 2, ich sag 1 und loslassen. Super Saiyan 1, Super Saiyan 2 kommt jetzt und that's it. Yep, kein Goku Black dieses Video. Tudalum. Nein, das ist ein Strength Kid Trunks. Den habe ich auch schon. Braucht kein Mensch. Enttäuschung pur, Enttäuschung pur. Aber wir können uns das nochmal ganz kurz anschauen. Also, ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Ich habe zwar nichts bekommen, was ich wollte, also gar nichts von dem, was ich wollte. Aber ich habe 2 Vegetas, SSA und 2-mal Kid Buu. Was nicht schlecht ist. 4 Puls, also 4 SSA-Puls aus jetzt 100 Steinen. Das sind 50 Steine jeweils 2, also alle 25 Steine ein. Das ist eigentlich keine schlechte Rate. Geht deutlich schlechter. Aber schreibt mir gerne unten rein, was ihr so gezogen habt, ob ihr mehr sehen wollt, welche Events ihr euch wünscht. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Und vergesst auch nicht, mich zu abonnieren, falls ihr auf Anime und Anime Games steht.